Und mein nächster Beitrag ist jetzt, geht jetzt darum, dass ich auch draußen festgestellt habe, bei den Gesprächen mit den Leuten, dass sie total interessiert sind. Warum sind sie sehr interessiert und nehmen bei mir viele Flyer mit und sind trotzdem dann am Samstag hier nicht da? Warum? Weil ich ihnen von ZDF und Arte erzähle und das ist Marktwirtschaft und das ist vertraut. Ja, und da hören die Leute zu. Und das heißt aber, da ist eine kleine Chance, in Kontakt mit den Leuten zu kommen, auch wenn sie heute immer noch, nee, wieder keiner von denen hier ist. Ja, wir haben hier auf der Seite nextsvf.de, hier, ich zeige es den Zuschauern gerade, die Adresse. Und gleich oben steht da jetzt neuerdings Weltsensation. ZDF und Arte diskutieren als erste Großsender der Erde über Gemeinwohlökonomie bzw. Gemeinwohlwirtschaft als Nachfolgemodell für die Marktwirtschaft. Sofort hier alle Sendungen und so weiter anklicken, hier klicken und alle Sendungen anschauen bei PDG, die wir beraten, und dann klickt man da drauf. Und dann, wenn man da draufklickt auf PDG, ja, dann hat man hier die Parteiseite, Partei des Gemeinwohls. Und das sieht man jetzt als YouTube-Videos ganz groß. Das hast du vielleicht noch nicht gesehen. Kapitalismus abschaffen. Ist der Kapitalismus am Ende? ZDF-Sendung, 13 Fragen, ja. Und dann die wichtigsten Stellen. Und dann die Arte-Sendung, Geld ist nicht alles und so weiter. Und dann Christian Felber über Gemeinwohlökonomie bei dem Linksradikalen Jung und Naiv, Thilo Jung. Und dann Christian Felber bei der Zukunftskonferenz, ein ganz ansehnlicher Vortrag von ihm, neuerer Prägung. Ja, und so können die Leute jetzt hier alles direkt anschauen. Und das interessiert sie. Viele nehmen den Flyer nur mit, um dann quasi auf diese Seite kommen zu können und dann sich diese Fernsehsendungen anschauen zu können. Ich empfehle das also als Ansprechanker, als an alle, weil die Menschen sind dafür ungefähr viermal so leicht ansprechbar wie vorher. Aber warum? Weil ZDF Marktwirtschaft ist, Arte ist Marktwirtschaft, das ist vertraut, das ist normal, das ist das, was man kennt, das ist das, was man als Mitläufer im System kennt, und da hört man mal zu. Und das Traurige ist, wenn es nicht beim ZDF ist und nicht bei Arte ist, dann geht's einem am Hintern vorbei sozusagen. Das ist das Tragische und das Dramatische des Ganzen. Ja, und dann sozusagen habe ich noch etwas gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, wenn diese Sendung mit dem Thema Sexualität so viel mehr Aufmerksamkeit bringt als alles andere bisher in letzter Zeit, denn wir hatten in letzter Zeit immer weiter zurückgehende Klickzahlen in allen Sendern, dann mache ich doch mal etwas und komme da auch den Menschen entgegen. Und da ich ja sowieso in der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd offen bin für Leute, die sagen, nein, ich möchte Gemeinschaft aufbauen, aber ich möchte selber monogam leben oder ich möchte als Single leben oder ich möchte homosexuell leben, ist mir alles recht, können wir gerne versuchen, Gemeinschaft aufzubauen. Wobei ich selber sage, nach und nach werde ich sicherlich tendieren, falls sich mal ein Grüppchen bildet, das es versuchen will, mit der polyamoren, weiblich-bisexuellen, Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe sozusagen als Unterexperiment in der Gemeinschaft Köln-Süd oder in der Gemeinwohlgemeinschaft Bonobo-Schenker-Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Dann bin ich da dabei. Und jetzt habe ich dann halt mal hier, haben wir alle hier investiert, auch wieder einige Professoren haben wieder ein paar Spendengelder gestellt, auch für diesen Zweck mal. Und jetzt haben wir hier quasi eine neue Homepage, die heißt polyamorie- oder -bi-dating.beepworld.de. Ich glaube, jetzt
Ich zeige das noch mal woanders. Das kann ich noch mal hier zeigen. Wo ist es? Ja, und das mache ich dann gleich in der nächsten Runde. Ich zeige jetzt nur noch schon jetzt die Adresse. Wo ist es? Ach so, das muss ich ja wegmachen hier. Da habe ich es doch. Da habe ich die Adresse. Da können die Leute schon mal schauen. Polyamorie- oder -bi-dating.bib.de. Und davon werde ich in der nächsten Runde berichten. Ja, warum mache ich das? Letzter Satz dazu. Ich vermute halt, dass die Menschen eben leider nicht als alleroberstes Bedürfnis haben, so traurig das ist, Argumente auszutauschen, freie Argumente zu hören, sondern dass sie auch erst einmal so ganz biologische Dinge haben, wie schieße ich meine DNS in die Zukunft hinein, wie finde ich irgendwo Liebespartner, und die finde ich in der freien Argumentekultur sind zu wenig Leute, als dass ich da eine Auswahl an Liebespartner hätte. Also gehe ich dorthin, wo die Marktwirtschaft tobt, wo die marktwirtschaftlichen Demonstrationen sind, da sind viele Leute, da kann man Liebespartner gewinnen. Und wenn man dann einen Liebespartner hat, naja gut, dann lebt man halt dann so, wie das die anderen in der Marktwirtschaft auch machen, und irgendwann zeugt man vielleicht ein Kind. Und gibt es eben viele andere Motive, die die Menschen leider haben. Und ich werde in der nächsten Runde nochmal darauf eingehen, dass ich da versuche, also diesem Liebesbedürfnis der Menschen auch wieder näher zu rücken in manchen meiner Sendungen. Ja, ich gebe weiter an Öff Öff.